Ich will mehr davon. Ich will mehr davon. Ah. Ein Nachtara. Komm mal her. Dann wird jetzt ehrlich gesagt gut, dass wir dich gefunden haben, weil jetzt brauche ich nicht extra einen Evoli lieben. Ja, warte mal, du hast wahrscheinlich Synchron, ne? Und gibt's mir jetzt dann aber sofort zurück, ne? Aber egal. Ja. Oh. Kreide, schrei. Dadurch wieder ein bisschen doof, dass hier ein Sandsturm ist. Das wird wahrscheinlich wieder alles ruinieren, aber okay. Ah. Ja. Trotzdem. Oh, ich werde direkt werfen. 500 Pokébälle, ich habe Zeit. Gut. Wäre ich gesagt, gerade dabei, mir die ganzen Evoli-Entwicklungen hier heranzuzüchten. Ich brauche 3 Evolis, damit ich in allen Stein geben kann. Für Aqua, Blitzer und Flamara. Und ja, Psyana und Nachtara sind ein bisschen dämlicher hier zu holen. Deswegen finde ich gut, dass wir eins hier begegnet sind. Und ich weiß ja, ob Psyanas auch hier rumlaufen. Wir haben, glaube ich, schon mal eins gesehen hier. Also, jawohl. Haben wir die Evoli-Entwicklung mehr oder weniger gecovert. Nachtara übrigens auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, ich habe, wie man sehen kann, ein ganz schönes Bonzen-Team gerade, weil ich einfach keine Pokémon übrig habe zum Entwickeln. Ist das wütend, Feuer des giftigen Schweiß aus allen seinen Poren auf die Augen seines Gegners ab. Ja. Ja, ich wusste noch, hier läuft ein Macho-Meier rum, ey. Mein blöder Pokédex sagt mir Habitat unbekannt, aber ich, jetzt habe ich hier eins gefunden. Ich habe das nur in Dings gesehen, in Pokémon Schild, und ich habe mich dann jetzt hier vertan oder so, und das ist exklusiv. Aber nee, hier, so. Und dich auch noch. So, ich habe das nicht Adrenalin oder so. Au. Okay, Frage ist jetzt, hält der eine Psycho-Klinge von einem Level 68er Pokémon aus? Ich glaube nicht. Macho meist wie Simsala, das hat halt nur Angriff und sonst nichts. So, Kreuzi Protzer. Ich hoffe, du kannst nicht irgendwie, weil nicht gibt da so eine Kampfattacke, die macht einen selber Schaden. Ich weiß jetzt noch nicht den Namen. Kreuzi, ja, macht das ruhig. Aua. Gut, zum Glück habe ich noch weitere Bonzen in meinem Team, die ein paar Stücke ab können. Das ist normal Flugdreck. Stahl aus, ich weiß jetzt Stahl, aber eine hohe Verteidigung. Und jetzt wird geworfen. Paralysiert und rot dürfte funktionieren. Ja. Sehr gut. Jawohl. Super, boah. Der hat die höchste Durchschlagskraft. Ne? Nein. So. Hier ist ein Pokémon Schwarz und Weiß Counterpart. Jawohl. Ne? Jawohl. Okay. Macho Mai. Gut. Alles klärchen. Es verwendet seine 4 Arme, um seinen Gegner unermüdlich mit schnellen Schlägen aus allen Winkeln einzudecken. Okay, sehr schön. Jetzt guckt sich mein Name, hatte ich hier noch casual gesehen ab. Oh, als mal interessant. Du, Dino, so als der Teil. Ich weiß nur, die Entwicklung Trikefalo heißt. Also ja, gut, das ist krass. Er ist sogar nicht so weit entfernt von der Entwicklung. 64 braucht das, um sich zu entwickeln. Ey. Wir müssen so ein Ding in Pokémon Schwarz und Weiß benutzen. Ey. Ich verstehe das nicht. Ah. So, Sandsturm, das heißt, ja, wir müssen jetzt wieder Dreck werfen. Ja. Dann haben wir wieder noch 2 neue potenzielle Pokémon. Mit dem ja 3.
Und ich dachte, ich hatte schon alles gesehen hier, ne? Und dann kommt direkt hier so ein Teil. Ich habe mir nur so gedacht, ja, ich habe mich noch gar nicht so casually umgeschaut in diesem Wutanfallseegebiet in dem Gras. Und ja, dann kommt so ein Ding ja auf einmal mitten aus dem Nichts. Wir haben noch genug Pokémon, die ich hier zum, sag mal, Wallen einstellen kann. Na, jawohl. Wie viel AP hatte Jäger noch? Ein wortwörtlich. Ja, ich frage mich, wann hat eine Drachen-Pokémon sich mal entwickelt. Hoffentlich nicht auch auf Level 64. Es durchstreift sein Revier auf der Suche nach Beute. Die zwei Köpfe streiten sich oft darüber, welche Richtung sie einschlagen sollten. Okay. Ja, dich habe ich auch noch nicht. Warum läufst du so creepy auf mich zu? Das ist, oh Gott. Aranestro, ich kenne dich überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass du aus dieser Edition kommst, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls Donnerwelle. Na, warte mal, bist du Elektro? Nee, okay. Eine Spinne. Warum? Warum ausrechnet eine Spinne? Ja, gut. Ich meine, du bist die Endentwicklung von irgendwann, ne? Oh, perfekt. Und schon zweimal konnte es nicht angreifen. Ausgezeichnet. Dann komm mal rein. Na? Jawohl. So, Mustard. Gut, ich will nicht so lange auf dem Screen haben, ehrlich gesagt. Ah! Wasserkäfer. Mit seinen Beinen verschießt es Wasserblasen, um Beute darin einzuschließen und sie zu ertränken. Dann verspeist es sie in aller Ruhe. Ah, schön. Und da haben wir noch ein Tausch-Pokémon, das ich gerne haben möchte. Um mir einen Tausch zu ersparen. Pump-Gin. Wollt erst ihr bis sagen, aber dann ist mir doch eingefallen, nee, so ist die Entwicklung. So, Sandsturm, das ist schon wieder sehr doof, aber mal schauen. Ich kann dich auch nicht angreifen mit Trugschlag, also muss ich sofort den Ball werfen. Ja. Trickbetrug. Fehlgeschlagen. Au. Und wir werfen Pokéball. Das ist halt, weil ich irgendwie noch nie verstanden habe. Ein Geist-Pokémon kann normale Attacken ausweichen. Oder normale Attacken sind wirkungslos. Bams. War ein Pokéball. Damit kannst du treffen. Da müsst du eigentlich auch durch die Pokémon dann durchgehen, oder? Ja. Egal. Wir haben das Ding gefangen. Sehr gut. Und war. Sparen wir uns wieder einen Tausch. Man sagt, der unheimliche Gesang, der nachts aus dem Körper von diesem Pokémon dringt, sei der Wehklage der Toten aus dem Jenseits. Gut. So, das Viech entschloss sich doch mal endlich zu entwickeln auf Level 60. Und ja, ich bin mal gespannt, wie du jetzt aussehen wirst. Nicht besonders anders. Katapuldra, was? Schießt irgendwie die Vorentwicklung aus seinem Kopf oder was? Es transportiert Groldra in den Löchern in seinen Hörnern. Kommt es zum Kampf, schießt es diese mit Machtgeschwindigkeit ab. Was? Drachenpfeil. Wie sind denn die Werte? Also nicht. Greift zweimal mit Groldra an. Bei zwei Zielen werden beide jeweils einmal angegriffen. Okay. Keine Ahnung. Was ist das für ein Ding? So, und wo wir schon mal dabei sind, das nehme ich mal wieder weg. Und ja, muss mal hier kurz ein bisschen sortieren. Und ich würde sagen, wir machen uns auf und entwickeln diese Pokémon auch noch. Die brauchen alle noch Steinentwicklungen. Aber wir brauchen ja noch die ganzen Evoli-Entwicklungen und wir brauchen noch ein Arcani. Ich hoffe, ich habe genug. Ich brauche zwei Feuersteine und alles von dem Rest, weil ich zufällig in diesen einen Ort gefunden habe. Ich habe genau diese, die ich brauchte, noch mal gefunden. Und ja, Feuersteine, hallo, guck mal. Vulcano. Entwickle dich zu Arcani, bitte. Oh, ein cooles Pokémon. Ein starkes Pokémon. Okay.
Viele Trainer sind davon fasziniert, dass dieses Pokémon innerhalb eines Tages 10.000 Kilometer zurücklegen kann. Sag bloß. Okay. So. Würde ich sagen, wir entwickeln noch ein Evoli mit dem Feuerstein. Um ein Flamara zu bekommen. Schön. Die wahrscheinlich schlechteste Entwicklung von Evoli. Wenn die Flamme in seinen Körper heiß genug brennt, kann sein Körpertemperatur bis zu 900 Grad Celsius erreichen. Also competitive ist irgendwie Flamara am schlechtesten. Ich glaube, Flamara braucht physische Feuerangriffe und irgendwie kann es nicht viele physische Feuerangriffe lernen. So, Donnerstein. Hey boy. Ein Blitzer. Wenn es erschrickt oder wütend wird, stellt sich sein Fell auf wie Schafnadeln und sticht den Gegner wie ein Igel. Donnerschock, was da putzig. Und noch einen Wasserstein für dieses Evoli. Dann haben wir alle Evoli Entwicklung bis auf Siana, was hoffentlich irgendwann mal in diesen einen Ort auftauchen wird. Aquana. So, wenn seine Flossen beginnen zu vibrieren, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass in den nächsten Stunden Regen aufziehen wird. Okay, Aquaknarre. So, das ist dann auch erstmal alles, was ich im Moment machen kann. Vielmehr, ich habe noch zwei Eier, die ich ausbrüten kann. Wenn ich auch noch jetzt gleich dranhängen, aber so an sich war es dann schon fast mit den Pokémon, die ich gerade irgendwie entwickeln kann oder so. Also ja, langsam gehen mir echt die Mittel aus, an neue Pokémon ranzukommen. Jetzt bald geht es auch mal wieder weiter mit der Story, erstmal ohne irgendwie Fangparts dazwischen. So, ich brüte noch die beiden aus und dann sehen wir uns gleich. Boom. Da haben wir den gedrückt und danach erst die Aufnahme gestartet. Also ja, haben jetzt ein bisschen verzögert, aber was soll's, das ist aus dem Ei geschlüpft, in Vorentwicklung von dieser Spinne. Mit dem Hinterleib füllt es seinen Wasserblase auf und füllt seinen Kopf darin ein. Trifft es andere Araqua, vergleichen sie ihre Wasserblasengröße. Okay, ein Schwanzvergleich. Gut, ja, wie gesagt, aus Versehen das O weggedrückt und ja, da habe ich die Aufnahme noch nicht geschaltet. Das kann ein bisschen verzögert sein, aber was soll's. So, ein Ei habe ich noch, da will ich auch noch ausbrüten und dann weiß ich fürs Erste erstmal nicht weiter. Weiß ich nicht, dann mit diesem Ei, das jetzt gleich rausschlüpfen wird, haben wir dann 312 Pokémon. Und insgesamt im Moment 397. Also ja, nicht schlecht, finde ich. Ich war auch nie so kurz davor, irgendwie ein Pokédex zu komplettieren. Ey. Ich könnte das sogar tatsächlich schaffen. Aber einige brauche ich halt editionsspezifische Pokémon. Ne? Also wie ich an die komme, weiß ich nicht. Ich muss mal irgendwann den Metal Mario Master vielleicht fragen. Falls er mal irgendwann ein Schild hier auch ausgepackt hat. Und ja. Oder ich mache Wundertausch. Oh. Oder weiß ich nicht, glaube ich, Gefahr irgendwie Pokémon zu bekommen, die ich noch gar nicht gesehen habe oder so. Ist da überhaupt noch welche gibt, keine Ahnung. So, und dich haben wir noch, Kapuno. Ja, 312 Pokémon und im Moment weiß ich noch nicht weiter. Es hat die Angewohnheit, in alles zu beißen, was es findet. Stellt sich etwas lecker heraus, pickt sich den Geruch davon gut ein. Ha, genau wie ich. Gut. 312 Pokémon von bisher gesehenen 344, das heißt 32 fehlen uns noch von dem bisher gesehenen. Das ist auch mal nicht schlecht.
Das ist ein geiler Tipp, ey. Gut, dann ja, mal schauen. So, du, komm mal her, danke. Alles klar, rot haben. Mein zweiter Versuch, das Viech zu fangen. Ich habe das gewone-shottet mit einmal Psychoklinge. Das war ein bisschen doof, also ja. Was kann ich denn? Versuchen wir mal mit Dudino. Wie gesagt, es war ein zweiter Versuch. Psychoklinge hat mich mit Volltreffer reingehauen. Das Viech gewone-shottet, also. Okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir das. Setzt noch mal in die Delegator ein. Das ist eigentlich nicht schlecht, damit tut er sich immer weiter schwächen und ja. Ich glaube, ich kann gar keinen Pokéball werfen, wenn er irgendwie ein Delegator ist, oder? Keine Ahnung. Wir werfen einfach mal Bälle. Wird schon irgendwie klappen. Ja. Genau so. Rotom wurde gefangen. So. Ich habe zwei Evolis dabei. Einfach um Siana zu bekommen. Nein. Müsste ich aber bis morgen warten. Für die Entwicklung. Weil wir haben schon 22 Uhr. Natürlich wird sich dann ja ein Nachthaar verwandeln. Was wir schon haben. So, Elektrogeist. Ja, die Erfindung eines jungen Tüftlers hat zur Herstellung verschiedener Geräte geführt, die das Potenzial von Rotom nutzen können. Aha. Und da haben wir auch wieder was Neues, alles klar. Gehen wir mal direkt dahin. Oh, das ist Nibona. Das ist mein zweiter Versuch, das Viech zu fangen. Mach mal einen etwas anderen Anfang. Und zwar hier ein Dudino. Was ich gemacht habe vorher war mit meinem Galagladia das Ding zu betäuben, zu paralysieren. Und ja, ist fehlgeschlagen. Trägt nichts. Ich habe zweimal Trugschlag eingesetzt, hat ihn fast kaputt gehauen, so auf die Hälfte. Und ja, dann wollte ich Body Slam einsetzen und hat ein bisschen mehr abgezogen als gedacht. Also ja. Das sieht aber gut aus. Ich sollte jetzt nicht dadurch drauf gehen. Ich rück ab, bitte noch paralysiert. Okay, dann werfen. Mit wer weit nicht unseren Fänger 1.0 die Entwicklung davon bekommen können. Okay, gut. Sehr schön. Erfahrungspunkte für Dudino, der sich da noch entwickeln muss auf Level 64. Oh. Die Angebeute in Gruppen im Team erlegen sie selbst groß viel wie immer Muttel mit Leichtigkeit. Habe ich eigentlich noch Rotom den Dings gelesen? Ja, ne? Ich will gar nicht jetzt den Kopf. Egal. Nächstes. So. Boom. Das wird ein äußerst nerviger Kampf. Das ist mein zweiter Versuch gerade und wird wahrscheinlich nicht mein letzter sein, außer ich habe jetzt voll Möhre Glück. Das Ding kann nämlich Finale und ja, das ist ein bisschen doof. Los, bleibt drin. Ne? Wow, also ich bin gerade durch meine ganzen Boxen durchgerannt, ne? Und geguckt, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen der Fähigkeit, aber es gibt eine Fähigkeit, die dafür sorgt, dass Pokémon nicht Finale oder Explosion einsetzen können. Und habe ich nicht. Ich habe kein Pokémon, der diese Fähigkeit hat. Und ja, jetzt fange ich das Ding natürlich mit einem Ding. Mit einem Wurf. Und ja, wenn ich das Ding nicht habe, dann heißt das, ich habe die Vorentwicklung auch noch nicht. Es kratzt mit seinen Dorn Kerm in Felswände und extrahiert dann mit den Dornspitzen seinen Schlingen Nährstoff aus dem Gestein. Doch sein Schlingen. Das ist so Schlingel, meine Schlinge. Oh. So, da bist du gut. Könnte weiß ich nicht, so 10 Versuche oder so gedauert. Diesen blöden Gras. Oh nee. Aber ja, okay, 27.
natürlich nimmt durch Hagelschaden, also ja, komm, kriegen wir hin. Schon gewundert, dass ich das Viech irgendwie nicht gefunden habe, so zu Beerus und so, weiß nicht, so ist ein Höhen-Pokémon oder kommt aus Höhen, ne? Also Rubin, Saphir und so. Ich irgendwie voll wenig von diesen, weiß ich nicht, ohne Entwicklungsstufen und so. Das war ein Viech eigentlich nochmal Stahl und ich glaube jetzt Fee, ne? Aua, nein, nicht so viel Schaden machen. Schon, ja, ich hatte so viel Glück bis heute, alles mit Einwurf eingefangen, können wir nicht damit weitermachen und da waren als Viecher, die waren zweimal doppelt so stark oder so, so ein Level 27er Flunkiefer, da kriege ich nicht gefangen, außer dass ich ja doch fange. Gut. Ja, ich habe noch meinen Tentakel dabei. Mit seinem friedlichen Gesicht wiegt es Gegner in sicher und beißt damit seinen riesigen Kiefer zu. Danach gibt es kein Entkommen mehr. Yes. Oh. Ach Mann. Also ich weiß ja nicht, was in der Pokémon-Welt als Tag und Nacht gilt, aber wir haben jetzt gerade 22:53 Uhr. Und das Ding hat sich in Psyana verwandelt nach ein paar Kämpfen. So, ja, das Evoli, dass ich eine Sanftglocke gegeben habe, offscreen. Weiß ich, habe ich das überhaupt gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Jedenfalls, ich habe einen meiner Evolis Sanftglocke gegeben, damit sich in Psyana verwandelt. Und ja, um 22 Uhr verwandelt es sich immer noch in, ja, alles klar. Es analysiert Luftströmungen und kann dadurch das Wetter oder die nächsten Attacke des Gegners vorhersehen. Kann ich hier irgendwo, interessiert mich nicht, kann ich hier irgendwo Ingame Zeit oder so nachgucken? Weiß nicht. Gehen wir mal zu einer Todzone, weil da müsste man am besten sehen, ob es Tag und Nacht ist, ne? Und ja, jetzt sieht ziemlich dunkel aus, also, und ich meine, ich kann natürlich jetzt auch falsch liegen, aber ich meine, Psyana entwickelt sich doch tagsüber, während Nachtara sich nachts entwickelt, also ja, keine Ahnung, da oben rechts 22:56 Uhr übrigens, und ja, keine Ahnung, also ja, aber was soll's, wir haben es ja, damit haben wir alle Evoli-Entwicklung und das war es auch eigentlich schon. Das ist alles, was ich sagen wollte. Haha, ein Versuch direkt gefunden. Gut, ich bin ehrlich gesagt kurz davor, gerade eine Aufnahme aufzunehmen und weiß nicht, ich habe noch meinen Pokédex nachgeguckt. Da stand, ich kann das Viech finden und ja, habe ich mich mal auf hier gemacht zum Wutanfallsee und hat gesucht. Und ja, beim ersten Versuch direkt gefunden, so ein Ausrufezeichen Gras. So, weil nicht wird das schwer. Ich hatte irgendwelche Rückstoßattacken oder so. Ja, schon vorher, dass ich Hagel, ey, davon habe ich irgendwie echt genug in den letzten Fang-Sessions. Habe ich so, ja, das kann ich angreifen. So, ich bete, dass du keine Rückstoßattacken hast, weil ich setze einfach Trugschlag ein. Jetzt so, okay. Oh, das macht dich nur noch schwächer. Ja, sinkt stark. Okay. Sonne ist aber draußen, ist ein bisschen nervig. Rudium. So. Nein. So, das kann ja angreifen. Hitzekoller, Hausbruch. Was mit diese Fallenattacke? Irgendeine Arena halt hatte hat Viech doch, oder? War nochmal Drachentrainer Roy. Irgendeine Art hat er Viech. Und ja, da hat irgendwie so einen Fallenangriff gehabt.
irgendwie so was mit Schutzschild, aber dann, wenn er angegriffen hast, dann ja, kam irgendwie so ein Konterangriff oder irgendwie so. So, übrigens, Dudino entwickelt sich. Oder auch nicht. Okay, daneben 64. Sein Panzer hat mit einer explosiven Schicht. Sein Panzer ist mit einer explosiven Schicht überzogen. Gegnerischer Angriff quittiert es mit gewaltigen Explosionen. Cool. Und schon wieder nichts Neues, alles klar. So, und ich werde jetzt verdammt noch mal dieses Dudino entwickeln. Ich weiß, das ist dann mindestens auf Level 64, ne? So, ich habe da bestimmt irgendwie so EP Bonbons oder irgendwie so was hier. Ich setz mal ein Dick sein. Gibt hat Alter, und jetzt mal so ein kleines ein. Nein, noch mal. Jetzt müssen sich eigentlich entwickeln. Jawohl, Gott, ist ja nicht irgendwie Pokémon hat am längsten dauert zum Entwickeln vom Level her. Und da gab es ja noch diese Motte irgendwie, ne? Diese Feuermotte, die sich nicht auf Level 70 oder so entwickelt oder irgendwie so was krasses. Keine Ahnung. Es weiß alles, was ich bewege. In zahlreichen alten Sagen wird es von Tricke Falo berichtet, die ganzen Dörfer in Schutt und Asche gelegt haben. Okay, geil. Gut. Dann suchen wir mal wieder in dem hohen Gras. Oh. Du bist eigentlich nicht das, was ich finden wollte, aber gerne. War eigentlich auf der Suche nach einem Castador, weil jetzt im Pokédex 1 angezeigt wurde, dass hier eins auftaucht, nachdem ich es gesehen hatte. Ein Schaden. Okay, Pokéball fliegt, würde ich jetzt mal sagen, ne? Danke. Das müsste ich wahrscheinlich nach einem Level Up schon entwickeln, ne? Ich würde sagen, dann machen wir ein Auto direkt. Bestimmt ein paar Sonderbonbons oder irgendwie so was, ne? Ja, nichts mehr, was ich hier hoch trainieren kann. Ja. Sein Schal ist voll von Freude. Es heißt, wenn man es freundlich und gut behandelt, teilt es sein Glück. So, ich gebe dir mal ein Level ab. Da kam es überraschend. So, ich gebe dir mal ein Dingen. Okay, dann durch Zuneigung wahrscheinlich, ne? Alles klar. Ho. Was könnte denn da drin sein, ne? Vielleicht das, was ich gerade gesucht habe. Ja. Ein Castador. Schön, oder? Es schützt sich, indem es Dorn verschießt. Ein Castador muss jahrelang trainieren, um präzise zielen zu können. Ja, und das sind ja auch die super geilen Angreifer. Gut, lass uns Pokémon suchen. Nee, ich züchte. Ho. Da haben wir schon wieder was am Schlüpfen. Ja, aber das ist diesmal, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, es hat auch geklappt irgendwie. Okay, sehr gut. Panty-Mimi, indem man ein Panty-Maus oder ein Panty-Frost einen Schrägrauch gibt. Jedes Pokémon ahnt alles nach, was es sieht. Es übt, indem es vielleicht die herrlichen Tanzschritte von Panty-Frost imitiert. Oh. Was ist denn hier drin, Mann? Pecho. Da muss man dem Pikachu nichts zu tragen geben. Habe ich auch nicht gewusst. Wo ist es so klein ist, kann es genug Elektrizität freisetzen, um sogar einen Erwachsenen zu überwältigen. Dies ein ist es selbst erstaunt. Ja, oh, du komm mal her, ey. Oh, ey. Ich wünschte manchmal wirklich, der Pokédex könnte einen sagen, wo genau die, das ist sogar das Falsche. Ich brauche ein weibliches. Weiblichen können sich nur entwickeln. Egal, ich fange nicht trotzdem. Ja, ich wünschte, das Spiel könnte einen irgendwie sagen, ob die Pokémon im hohen Gras sind oder ob die so auf der Overworld auftauchen. Also so, dass die so rumlaufen, steht der. Weil ich war jetzt irgendwie so gefüllte
40 Versuche lang hier in dieser Ausrufe-Dinger drinne laufen, ich das Viech finde und ja, ich habe nichts gefunden. Jetzt sehe ich, das Ding läuft einfach nur so herum. Ey. Nur ich das vorher nicht gesehen, aber habe ich einfach angenommen, es ist in diesen Ausrufe-Dingern, aber nein. So, jedenfalls, Mullung, er setzt die Körperflüssigkeit, die es in seinen Giftsäcken produziert, mit Flammen aus einer Rute, dadurch wird Giftgas freigesetzt. Und ich muss mir eine weibliche Version davon züchten, weil Männchen können sich nicht entwickeln. So, so viel dazu. Meine Fangsucht wurde befriedigt. Fürs Erste.